Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, heute mal wieder eine normale Folge, keine Musikvideo. Ich wollte euch heute was zeigen. Ich habe jetzt davon zwei Videos gesehen und ich wollte mal selber austesten, ob das überhaupt noch funktioniert oder ob das schon wieder weggemacht wurde von SSO, wie damals wie der Arena, wo man alle Leute unsichtbar machen konnte. Ja, dafür muss man sich erstmal ins Tal des Dinosaurier begeben und ich reite jetzt mal dahin, aber im Schnellvormarsch, also Format, also Schnelldurchlauf, weil sonst dauert es zu lange. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo das angeblich, das man machen kann. Ich glaube, das war hier. Da muss man das Pferd irgendwie so nah wie möglich hier vorstellen, dann absteigen und dann muss man sich hier selber vorstellen und dann dabei draufklicken. Und das hat schon mal nicht funktioniert. Nochmal. Und eigentlich kann man sich dann irgendwie in den Stein da reinbacken. Aber irgendwie will das nicht. Probieren wir es nochmal. Am besten einfach mal ein bisschen öfters austesten und wenn es gar nicht mehr geht, dann hat das SSO auch wieder repariert. Ich teste mal an einer anderen Stelle aus. Es kann auch sein, dass ich wieder mich blöd angestellt habe und dass es vielleicht hier drüben sein kann. Aber wie ihr seht, ich werde die ganze Zeit weggebeamt. Dann stelle ich mich mal weiter hier hin. Okay, so geht das nicht. So, probiere ich es mal hier aus. Okay, ich bin jetzt schon mal hier, aber man kann nicht hochlaufen. Ja. Dann probiere ich mal hier weiter aus. Ich mache mal einen kleinen Stopp und guck mal, ob ich die genau noch mal den Platz finde. So, ja. Ich habe mir das eine Video nochmal angeguckt. Ihr müsst das Pferd, kann man sagen, genau so hinstellen, wie das jetzt hier ist. Bei dem Baum, also hier so, da, genau vor der Wand, da. Am besten könnt ihr euch an dieses Weiße hier so orientieren. Dann steigt ihr wirklich auf, dass das Pferd wirklich nicht mehr weiterlaufen kann. Steigt ab, geht mit an die Wand, dann draufdrücken. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nein, es hat nicht funktioniert. Nochmal aufsteigen. Pferd an die Wand bringen. Absteigen. Dann streicheln. Warten, bis es fertig ist und dann hochlaufen. Will nicht. Und das teste ich jetzt mal ein paar Mal aus. Eben gerade hat es bei mir noch funktioniert. Ich habe es gerade eben ausgetestet. Aber wieso geht das denn jetzt nicht? Warum nicht? Okay, das Pferd war weiter zu weit weg. So, ich bin jetzt im drin. Laufe jetzt zurück. Jetzt geht's. Aha.
Und was ist? Hier, ich blende es mal auf. Ein verborgenes Dinosauriernest. Okay, dann laufen wir weiter höher. Nein, das wollte ich nicht öffnen. Nicht vorwärts, sondern rückwärts. Ich laufe mal höher. So. Ja, okay. Ja. Nein, ich will da nicht runter. Ich will höher. Zum Glück. Oh Gott. Aber hier hinten sieht man schon neue Tannen. Nein. Wir kriegen das heute noch hin, keine Sorge. Irgendwie kriege ich das schon hin. Ja, jetzt seht ihr mich mal aus dem Nahen. Aber wie ihr seht, es hat wirklich funktioniert und hier oben sollte eigentlich ein Dinosauriernest sein, weil es heißt ja das verborgene Dinosauriernest. Oder es kommt vielleicht ja später noch hinzu. Ja, jeder. Aber man kann schon wenigstens dahinter gucken, dass hier wirklich schon neue Tannen sind. Also, es geht wirklich in die Richtung dieses hier. Okay, meine Lieben, dann verabschiede ich mich jetzt hiermit. Ich hab's geschafft, aber man braucht wirklich ein bisschen Zeit dafür, weil das klappt nicht sofort. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin so dämlich. Ich wollte eigentlich noch zeigen mit entdeckte Bezirke. Es ist kein Bug, sich da reinzubacken, weil man kann es wirklich erforschen. Nicht alles, was verborgen ist, sind Knochen. Das gab es hier unten schon länger in der Liste. Also man darf sich wirklich den Berg da hochbacken. Nur zur Info. Das wollte ich noch sagen. Also, ja. Bis dann. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr dolle darauf freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Zeilenbritschke. Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Zeilenbritschke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal ein paar was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe, oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.